sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Hey, Sarah. Ich gewöhne mich zu sehr daran. Wie lange? Wochen. Aber keine Sorge, du hast nicht viel verpasst. Die Arche und die Schläfer, sind sie in der Sphäre? Die Hyperion fliegt nirgends mehr hin. Aber wir sind noch nicht mit ihr fertig. Sie ist Meridian. Ein neuer Hafen für die gesamte Menschheit. Wir haben es geschafft, Dad. Was ist mit deinem Implantat und mit Sam? Ich helfe dem Pathfinder wieder bei der Aktivierung von Relikten. Unsere Verbindung wurde in den Normalzustand zurückversetzt. Normal? Du brauchst ihn wieder? Ich nehme die Hilfe an. Mein Hirn hatte sich von innen nach außen gestülpt. Das ist ausgesprochen inakkurat. Es hat sich aber so angefühlt. Nicht wahr, Sarah? Die Anführer der Nexus warten, Pathfinder. Die Pflicht ruft. Lass sie lieber nicht warten. Es hört einfach nicht auf. Yo, moin, ihr Flügel, auch heute, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Ja, nach der Outro ist vor der Intro oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Die Outro lief durch. Es gab ja noch den Abspann, dass es einen weiteren Oberbösewicht gibt, den wir offensichtlich besiegen können. Ich habe keine Ahnung. Und ja, Sarah, wie geht's dir so? Geh nur. Ich muss mich ausruhen. Okay. Ja, den Raum hier kennen wir zu Genüge. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Ebenso wenig wie Ihre. Und genau das ist doch der springende Punkt, oder? Pathfinder, Sie sind spät dran. Ohne uns funktioniert hier halt wieder gar nichts, ne? Ja, definitiv hier. Na toll. Ich rette den Cluster und schon wartet wieder neue Arbeit auf mich. Ich verstehe, dass es Ihnen so vorkommen muss. Aber ohne Sie wäre das hier nicht möglich. Die Außenposten werden zu Kolonien, weshalb der Cluster jemanden braucht, der für ihn spricht. Einen echten Rat. Und obwohl ich persönlich es für verfrüht halte, müssen wir einen Interimsbotschafter benennen, der sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmert. Oder genauer gesagt, Sie müssen jemanden benennen. Oh Gott. Ja. Ein Interimsbotschafter? Wofür und für wen? Für die Nexus. Das endgültige Ziel war immer ein galaktischer Rat, aber Meridian hat die Dinge beschleunigt. Eine Arche ist gelandet. Die Gewölbe könnten die Außenposten autark machen. Und es steht uns nicht zu, für ein souveränes angaranisches Volk zu sprechen. Ein Interimsbotschafter würde sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmern, bis Wahlen abgehalten werden und wir alle zurücktreten können. Sobald die Zeit dafür reif ist. Sollte diese Person nicht von den Leuten gewählt werden, die sie vertreten wird? Doch. Und genau aus diesem Grund brauchen wir ihre Unterstützung. Wir können den Angara keine Wahl aufzwingen. Ebenso wenig wie Kedera oder Eladen. Das ist unmöglich. Aber Sie haben sich für alle eingesetzt. Wenn Sie also jemanden unterstützen, werden zwar vielleicht nicht alle mit ihm einverstanden sein, ihn aber zumindest akzeptieren. Jemand, der für ganz Helios spricht. Ich schlage Pathfinder Hager vor. Normalerweise würde ich für Sie plädieren, nur könnte dadurch der Eindruck entstehen, Sie hätten den Archon getötet, um sich selbst eine Machtposition zu sichern. Deshalb Hager. So würden diese das war der einzige Grund. Und die Kontrolle über die zeitlichen Abläufe innerhalb der Nexus-Familie bleiben. Wie wäre es mit einem Angara, Dimosche, wie wäre es mit einem Außenpostenleiter wie Bradley oder Hager? Wer war denn nochmal Hager? Oh Gott. Ich bin für Dimosche, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen die Angara an diesem Prozess teilhaben lassen. Sie haben ein Recht darauf. Außerdem würde Dimosche dazu beitragen, die Beziehungen zwischen uns zu festigen. Da wären allerdings ihre ungelösten Probleme mit den Rokar. Und
wir selbst haben auch reichlich offene Baustellen. Okay. Ich bleibe aber dabei, ich unterstütze die Moschei. Wenn wir Helios als Zuhause betrachten wollen, müssen wir anerkennen, wessen Heimat es ist. Ich werde niemanden benennen. Wir werden die Moschei bitten, als Interimsbotschafterin zu fungieren. Es ist der Eröffnungstag von Meridian und wir geben so viel Macht ab. Genau darum geht es doch, Sie kolonialistischer Holzkopf. Geht es Sarah besser? Gut. Und was diese Entscheidung betrifft, die Politik und das Protokoll, das ist nicht das, worum es bei ihrem Sieg ging. Das Leben bietet so viel mehr als das hier. Okay. Ich kann hier nur frei rumlaufen, offensichtlich. Sam-Kern. Die Systeme der Hyperion sind noch nicht vollständig integriert. Unser Sam-Kern wird erst bei einem späteren Besuch Meridians zugänglich sein. Okay, na, dann kommen wir später wieder. Oh. Ja, der Absturz hat ein bisschen was gekostet an Kraft. Ja, immer gerne. Gedenkstätte. Die Arche Hyperion. Aufbruch in der Milchstraße im Jahr 2185. Ankunft in Andromeda im Jahr 2819. Aktuelle Position Meridian. Oh, der Erzähler bekommt wieder was zu tun. Wählen Sie bitte ein Thema. Okay. Die Umwandlung der Arche Hyperion zu Port Meridian wird sowohl über als auch unter der Oberfläche fortgesetzt. Abhängig von weiteren Forschungen schließt dies auch die geplante Verbindung von Technologien der Initiative und Relikte mit ein. Port Meridian wird derzeit durch umgerüstete Tantalus-Antriebskerne mit Energie versorgt, was eine regelmäßige Ableitung statischer Elektrizität erfordert. Das dadurch entstehende einzigartige visuelle Phänomen während des Nachtzyklus von Meridian wurde Aurora Meridiani getauft. Die Arche Hyperion wurde zur Gedenkstätte für alle jene erklärt, die in Diensten der Initiative ihr Leben gaben. Besondere Erwähnung findet Captain Nozomi Dunn, deren Tapferkeit das Überleben der Menschheit in Andromeda sicherte. Ihre sterblichen Überreste wurden den Sternen übergeben. Am höchsten Punkt der Außenhülle der Hyperion wurde eine Gedenktafel angebracht. Die Inschrift lautet: Wir kehrten einem schwindenden Stern den Rücken, um einer Dämmerung nachzujagen, die das Ende unserer Kindheit überdauert. Die Hyperion wurde von einer Koalition von Verbündeten, die sich vereint dem Archon der Kett entgegenstellten, zu ihrer letzten Ruhestätte geleitet. Pathfinder Scott Ryder führte die Verteidigung an und bleibt der Arche Hyperion trotz deren Reklassifizierung weiterhin zugewiesen. Über den Vorschlag, den Landungstag als clusterweiten Feiertag einzuführen, wurde noch nicht entschieden. Obwohl sie als Schiff außer Betrieb genommen wurde, wird die Außenhülle der Arche Hyperion für alle Zeiten erhalten bleiben. Sämtliche internen Strukturen werden für Einsätze neugeweckter Kolonisten sowie zukünftige Industrie- und Wohnraumentwicklungen angepasst. Diese internen Strukturen wurden Port Meridian getauft. Wieder ein Punkt schlauer. Ich freue mich auf die Zukunft. Unsere Zukunft. Deshalb bin ich bei der Initiative. Ach, auf einmal. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie uneinzig die Leute hier waren, als wir hier angefangen haben? So, ach du Heilige. So, 5 Minuten nicht da, schreiben die Leute ein, hier E-Mails wieder hinterher. Langfristige Schäden, Notizen. Ja, naja. Ich glaube, auf die E-Mails können wir verzichten. Ich frage mich, ob jetzt hier noch irgendwas Großes kommt. Können wir hier nochmal raus? Oder können wir in diese Dyson-Sphäre da draus? Na, wenn das nicht der Held der Stunde ist. Ja, absolut. Ich dachte, sie wären inzwischen längst wieder auf Kadara. Und würde mir die Party entgehen lassen? Sie sollten mich besser kennen. Ich nehme an, Sie brechen bald wieder auf. Es gibt immer noch viel zu tun. Meridian ist nur ein Schritt auf dem Weg, Helios zu unserem Zuhause zu machen. Ja, aber ein verdammt großer. Sie haben es sich verdient, ein bisschen zu feiern. Und ich habe mir noch einen Drink verdient. Auf Sie, Pathfinder. Okay. So, der Herr von Kadara, soweit ich es noch weiß. Moschei Zephyr.
Pathfinder. Wie ich gehört habe, werde ich bald außerordentlich beschäftigt sein. Was angesichts Ihres Gesundheitszustands äußerst unklug ist. Wir alle haben unseren Beitrag geleistet, Aphra. Es war an der Zeit. Und als diese Botschafterin werde ich es auch weiterhin tun. Es war die einzig sinnvolle Entscheidung. Das ist nicht wahr. Es hätte Entscheidungen gegeben, die für andere sinnvoller gewesen wären. Sie sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass mein Name allgemeine Zustimmung bedeutet. Sie wissen, wie vielfältig unsere Ansichten sein können. Ich kann nicht für alle sprechen. Aber ich trage gerne dazu bei, ein System zu erschaffen, das genau das tut. Ensala Venturi, Pathfinder. Es gibt noch viel zu lernen. Ja, Schuland Ruhe auch. Das Letzte, was Sie uns vor dem Kälteschlaf gesagt haben, war, hey, der Pathfinder bringt uns durch. Und Sie haben sich nicht geirrt. Jo, ne? Charles, alles Haus. Alles in Ordnung? Feiert man so bei Ihnen eine Party? Ziemlich lahm. Aber sagen Sie dem Gastgeber nicht, dass ich das gesagt habe. Aber Meridian ist schon großartig. Sie haben das Unvorstellbare vollbracht. Ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Ohne Sie und den Widerstand hätte ich es nicht geschafft. Vor allem nicht ohne Sie. Das ist sehr freundlich. Ich bin froh, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Allein die Vorstellung, dass Angara und Initiative bei unserem ersten Treffen noch Mühe hatten, einander zu vertrauen. Unsere Ankunft auf Aya war übertrieben. Sie wissen schon, ohne Einladung und in Flammen stehend. Stimmt. Aber dann ist alles ganz gut gelaufen. Ryder, die Angara werden nie vergessen, wie Sie die Moschei gerettet haben. Aber wichtiger noch, wir werden nie vergessen, wie Sie an unserer Seite die Cat bekämpft haben. Wie wir gemeinsam den Archon vernichtet haben. Meridian ist ein Neuanfang für Ihr Volk und das meine. Gemeinsam. Ja, definitiv, das bin ich. Es ist wie im Märchen. Gibt's das bei Ihnen auch? Wo am Ende alle Händchen haltend in den Sonnenuntergang spazieren? Ich finde es seltsam, dass Sie es an einem Zeitpunkt wie diesen nicht schaffen, einen Witz zu unterdrücken. Schaffe ich wohl. Jor, unser Volk. Nein, ich schaffe es nicht. Eigentlich gefällt mir das sogar. Ist halt authentischer, ne? So, Liam, dich habe ich natürlich auch schon gesehen. Scott, ich habe Ihnen einen Platz freigehalten. In Ihrem Planeten. Was irgendwie total schräg ist. Wurde auch Zeit, dass Meridian eine anständige Eröffnungsfeier bekommt. Das haben wir alle dringend nötig. Ich habe gehört, Sarah ist aufgewacht. Wie geht's ihr? Sie wird schon bald wieder im Dienst sein. Zu bald, wenn wir die Entscheidung ihr überlassen. Sie wollen mir doch nicht erzählen, Sie hatten Schwierigkeiten, einer Ryder zu erklären, wo ihre Grenzen sind. Hey, wissen Sie, mit wem ich eben geredet habe? Einem Zweite-Welle-Techniker, der frisch aus der Stase gekommen ist. Er hatte gerade seinen ersten Sonnenaufgang in Andromeda gesehen und konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Und das ging nur ihm so? Naja, es könnte sein, dass da eine Art Virus grassiert. Und vielleicht sind Sie ja der Überträger. Es fühlt sich wirklich an, als wären wir zu Hause, wissen Sie? Endlich. Sie hatten seit dem Kampf keine 5 Minuten für sich allein. Hatten Sie überhaupt schon die Möglichkeit, sich das alles bewusst zu machen? Manchmal sehe ich einfach aus dem Fenster und denke mir, wir haben es geschafft. Es ist kaum zu glauben. Ich weiß, was Sie meinen. Einfach nur festen Boden unter den Füßen und das Wissen, er gehört uns. Ich kann's kaum erwarten, dass noch mehr Leute geweckt werden. Genießen Sie den Augenblick, Pathfinder Ryder. Morgen geht unsere Arbeit weiter. Ja. Pathfinder, hier! Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Es gibt wichtige Neuigkeiten. Die gibt es immer. Ja, wir machen jeden Tag neue Entdeckungen. Aber das hier ist etwas, worauf wir gewartet haben. Hören Sie sich das an. Okay, weißes Rauschen. Oh, tut mir leid. Sam, wende einen Filter auf das Display an.
Initiative-Protokoll Alpha-Alpha. Protokoll was? Verarbeitung läuft. Wiederhole. Hier spricht die Arche Kilasia. Die Situation ist nicht unter Kontrolle. Halten Sie sich bis auf weiteres fern. Wiederhole. Ist das? Die Quarianische Arche. Mit den Elkor, Drell, Volus und den Hanar, schätze ich. Es ist nicht ganz einfach, einen Hanar in Stase zu versetzen. Der Punkt ist, sie sind noch da draußen. Die Kilasia wurde nicht zerstört. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wir müssen sofort alle darüber informieren. Es sind gute Neuigkeiten, aber das Signal wurde zu oft reflektiert, um es zurückverfolgen zu können. Und... Das ist kein Notruf, sondern eine Warnung. Wir sollen uns fernhalten von... wo auch immer sie sind. Ja, was da auch vor sich geht. Sie wollen noch nicht gefunden werden. Wir müssen auf ihren Pathfinder vertrauen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Okay. Vetro. Hey, Ryder. Tan hat gesagt, ich darf bleiben und dabei helfen die... Hey, Ryder. Gibt's irgendwelchen Klatsch? Ryder rettet den Tag. Pathfinder des Jahrhunderts. Sie wissen schon, das Übliche. Immer noch? Gewöhnen Sie sich dran. Man wird nach Ihrem Tod alles Mögliche nach Ihnen benennen. Wahrscheinlich schon davor. Wir brechen also bald wieder auf. Ah, sie ist erwachsen und verlässt ihr Zuhause. Sie braucht mich nicht mehr. So weit kommt's noch. Wer kümmert sich hier um alles, solange ich weg bin? Sie stecken unter einer Decke. Mir kommen die Tränen. Ist klar, dass das Ihre Schuld ist. Sie haben uns geholfen. Helios hat sich wirklich zu dem entwickelt, was ich wollte. In vielerlei Hinsicht. Und jetzt machen wir mit Meridian diesen Ort zu unserem. Ich kann's kaum erwarten. Ich bin da, wenn Sie bereit sind. Okay. So, habe ich jetzt hier noch irgendeinen übersehen? Das ist unglaublich. Oh, Drake ist hier. Ah, kleiner. Alter Mann. Dieser Ort ist unglaublich. Wir können jetzt endlich tun, weshalb wir eigentlich hier sind. Diese Galaxie erkunden. Apropos, ich habe die Späher losgeschickt. Sie hätten mich fast in Berichten erstickt, bis ich sie an Tan verwiesen habe. Jetzt schicken Sie sie ihm. Das wird ihn freuen. Er wollte den Job, dann kriegt er auch die Berichte. Es ist noch nicht vorbei, wissen Sie. Es wird weitere Cat geben und anderes. Klar weiß ich das. Und es wird ein Riesenspaß. Kleiner, das ist die richtige Einstellung. Ganz recht, das wird spaßig. Also ich weiß, dass es bis jetzt noch kein DLC zum Spiel gab und wahrscheinlich wohl auch keins geben wird. Zumindest was die, naja, ich nenne es mal Erfolge des Spiels angeht. Das ist ja damals beim Start letztes Jahr nicht so gut angekommen. Ich fand es aber eigentlich, muss ich echt sagen, ich fand es positiv. Es hat mich unterhalten, es hat mir Spaß gemacht, weil man erstes Mal sowas in dieser größten Kategorie gemacht hat. Von daher, wow. Ryder, genießen Sie die Früchte Ihrer Arbeit? Sie haben es verdient. Danke, Kello. Die Tempest wird gerade überholt und das war auch nötig. Ich dachte, ich lasse sie mal machen. Aber den großen Tag lasse ich mir nicht entgehen. Meridian sieht aus dem Cockpit völlig anders aus. Ich glaube, ich verstehe jetzt besser, warum sie tun, was sie tun. Wollen Sie etwa Ihren Pilotensitz gegen ein paar dreckige Stiefel eintauschen? Überhaupt nicht. Ich weiß, wofür ich geeignet bin. Ich gebe nicht vor, alles zu verstehen. Aber Meridian muss viele Türen geöffnet haben und nicht alle davon sind sicher. Sie sollen wissen, dass es für mich ein Privileg sein wird, sie dorthin zu fliegen. Es bedeutet mir viel, dass Sie bei uns bleiben wollen, Kello. Aber natürlich. Und dass ich mein Schiff behalten kann, ist ein zusätzliches Plus. Ich habe viel von Ihnen gelernt, Ryder. Und von Gil. Aber bitte sagen Sie ihm das nicht. Die Dinge werden sich jetzt ändern, aber das ist okay. Nichts geht jemals wirklich verloren. So, haben wir hier noch irgendjemanden? Dalavas Hyperion. Haltet euch gerade, Leute. Das ist unser Ehrengast. Denkst du etwa, das wissen wir nicht? Hunter, das hier ist unsere Eröffnung. Lass sie uns zumindest ein klein wenig feierlich gestalten.
wenn ich jetzt auch mal wieder etwas sagen darf. Hallo Pathfinder, ich bin Ayora Pillay, Chief of Operations. Dala Vas Hyperion, zweite Welle Stationierungsoffizierin. Hunter Carey, Rekonstruktion. Dala Vas Hyperion, Sie sind Stationierungsoffizierin? Richtig. Je weiter unsere Erschließung dieses Clusters voranschreitet, desto wichtiger wird es, neu geweckten Kolonisten passende Positionen zuzuweisen. Meine Aufgabe ist es, Kompatibilität und Durchführung sicherzustellen. Und wann änderst du deinen Namen in Vas Meridian? Ich behalte Vas Hyperion, um das Schiff zu ehren, das uns hierher gebracht hat. So wie es meine Großeltern gewollt hätten. Ich meine ja nur, wir werden nämlich hierbleiben. Nehmen Sie es Hunter nicht übel. Er ist einfach ein Arsch. Ayora Pillay, Sie haben die Leitung über Meridian? Das wäre zu viel gesagt. Ich bin lediglich für den Betrieb und Aufbau unseres Hafens verantwortlich. Die Ergründung und Untersuchung der interessanten Substruktur übernimmt die Forschungsabteilung der Initiative. Mir wurde gesagt, das könnte mehrere Lebzeiten dauern. Also sorgen wir dafür, dass wir so viel Zeit haben. Dafür wurde ich ausgebildet. Hunter Carey, könnten Sie mir Rekonstruktion etwas genauer erläutern? Na klar. Mein Job ist es, dieses einst so stolze Schiff in die zukünftige, ebenso stolze Hauptstadt der Menschen zu verwandeln. Ein wenig komplizierter ist es schon. Es ist ein bautechnischer und organisatorischer Albtraum. Aber das heißt Jobsicherheit, und das ist perfekt. Kommen Sie in einem Jahr wieder, dann ist das hier ein galaktisches Zentrum. Sie werden nicht mehr wissen, wo die Hyperion endet und Meridian beginnt. Das ist das erste Mal, dass ich den Begriff zweite Welle gehört habe. Er ist nicht wörtlich gemeint. Es gab bereits mehrere Gruppen, die in Außenposten stationiert wurden. Zweite Welle bezeichnet eine Entwicklungsstufe der Initiative. Bei der ersten Welle, die aus der Stase geholt wurde, ging es um strukturelle Unterstützung und Allrounder, um Essen und Schutz. Die zweite Welle ist organisatorisch. Weniger Allrounder, mehr Spezialisten. Und mehr Papierkram. Er ist notwendig, um schnell Fortschritte zu erzielen. Ich habe keine Lust, eine ganze Generation lang nur Ackerbau zu betreiben. Klingt, als wäre Meridian in guten Händen. Ich kenne zwar nur die Berichte darüber, wie sie das alles möglich gemacht haben, aber ich versichere Ihnen, wir werden diese Chance nicht vergeuden. Ja, danke, Pathfinder. Von mir auch. Jo, immer gerne, ne? Ich hatte ja auch nicht die große Wahl, muss man sagen. Wir sind im Geschäft. Das ist viel besser. Ich habe erfahren, wie wär's, wenn wir wieder da rausgehen? Ja, kein Einwand. Oh gut, Sie sind hier. Vielleicht können die Feierlichkeiten dann ja endlich anfangen. Ich mag's nicht, voll rumzusitzen. Da draußen wartet so viel Spannendes auf uns. Sie wissen, was ich meine. Bringen wir die Sache über die Bühne. Meridian sieht toll aus, aber naja, da war ich schon. Das habe ich schon gemacht. Okay. Hey, das hier ist ein gewaltiger Erfolg. Es ist wichtig, dass wir ihn genießen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin stolz auf uns. Helios verändert sich und wird es auch noch lange tun. Ich bin einfach nur kribbelig. Ich will nichts verpassen. Es gibt da draußen noch so viel mehr zu tun und zu entdecken. Ich weiß. Wir kratzen gerade erst an der Oberfläche. Hey, kommen Sie mal wieder auf den Boden, Ryder. Genießen Sie den Moment. Wir sind schließlich hier, um zu feiern, nicht wahr? Was soll ich nur mit Ihnen machen, Phoebe? Ich schicke Ihnen eine Liste. Was den Moment betrifft, haben Sie recht. Die Galaxie läuft uns nicht weg. Also lassen Sie uns ein bisschen Spaß haben. Okay. Yeah, tanzen. Oh mein Gott. Hi. Suvi. Meridian, huh? Ich sehe es jeden Tag und bin trotzdem immer wieder überwältigt. So langsam sind wir wirklich hier angekommen. Es ist wundervoll. Ach ja, habe ich Ihnen das eigentlich schon erzählt? Das Team arbeitet mit den Angara am Aufbau einer gemeinsamen Forschungseinrichtung. Das klingt aufregend. Ja, nicht wahr? Ich kann es kaum noch erwarten. Wir helfen Ihnen und Sie helfen uns. Können Sie sich vorstellen, was wir dadurch alles erreichen könnten? Allein bei dem Gedanken daran könnte ich schon vor Freude weinen.
Eine gemeinsame Forschungseinrichtung? Eine enge Zusammenarbeit mit den Angara? Sie planen eine Party, oder? Aber selbstverständlich. Nichts schweißt ein Team enger zusammen, als guten Whisky zu trinken und gemeinsam zu lachen. Und wehe, sie lassen sich nicht blicken, Ryder. Ohne sie wären wir nämlich überhaupt nicht hier. Das würde ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen. So, Lexi. Sie haben es also überstanden. Ja. Sieht ganz so aus. Dann habe ich meinen Job gemacht. Mhm. Irgendwie. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, irgendwie schon, ne? Ich werde Sie daran erinnern, wenn Sie mich das nächste Mal zusammenstauchen, weil ich verletzt wurde. Tun Sie das, Ryder. Tun Sie das. Na gut, das war jetzt aber kurz. So. Hallo, Ryder. Pathfinder. Danke für die Einladung zum Podcast. Warte mal. Dann ist gerade wie unser Chef zu tun. Müssen ja wegen dem Einchen sprechen. Welche fehlt keiner? Wer weiß, wie es in eine neue Galaxie zu reisen. Aha. Ah, hier ist Chefingenieur. Hey, Ryder. Das hier soll doch eine Feier sein, richtig? Gewöhnen Sie sich langsam an das alles? An Meridian? Dass der Traum Realität wird? Ach, ja, zwicken. Es ist ziemlich viel auf einmal. Momentan zwicke ich mich noch ständig selbst. Ich bin sicher, jeder hier wäre gerne bereit, sich in eine Schlange zu stellen und das Zwicken zu übernehmen. Und damit Sie wissen, die Tempest ist fertig und einsatzbereit. Wenn Sie diese Imbissbude verlassen wollen, müssen Sie es nur sagen. Callow ist hier irgendwo und betrinkt sich. Wenn wir leise sind, merkt er nicht mal, dass wir weg sind. Und wer fliegt dann? Sie? Warum nicht? Ich lerne schnell, das kann ja nicht so schwer sein. Nehmen Sie dafür das Schiff von jemand anderem. Wie wär's mit dem Nomad? Nur einmal rund um den Planeten. Nein. Ach, dann werde ich wohl hier unten Spaß haben müssen. Oh Mann. Es ist mir eine Ehre, Pathfinder. Schön, dass Sie hier sind. Welch fantastische Wendung des Schicksals für die Hyperion. Vielleicht erwartet die Passero ja eines Tages dasselbe. Wenn auch hoffentlich auf weniger dramatische Weise. Tja, vielleicht finden wir auch die anderen Archen. Wer weiß. Ja, das bin ich. So, einen müssen wir jetzt aber noch. Irgendeinen haben wir übersehen. Hier? Nee. Hallo, Ryder. Landen wir bald mal wieder irgendwo? Nee. Ich gehe gerade im Kopf schon durch, wer eigentlich noch fehlt. Also wir hatten Keller, wir hatten Suvi, das ist Brücke. Wir hatten Pibi, wir hatten Technik, wir hatten Jal, wir hatten Drake, Vetra. Jetzt mal Geier, fehlt denn noch? Die Systeme der Hyperion sind noch nicht vollständig integriert. Unser SIM-Kern wird erst bei einem späteren Besuch Meridians zugänglich sein. Okay. Danke, Pathfinder. Lexi hatten wir auch. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ja, ja, immer gern. Wird gleich so ein peinlicher... Ich warte darauf, dass meine Frau aus dem Kälteschlaf geholt wird. Dann kann der Neubeginn richtig losgehen. Moment, werden, wenn ich feststelle, wer eigentlich fehlt. Aber wer fehlt denn? Wird das hier auch irgendwo angezeigt? Kello hatten wir, ja. Jal. Oh. Ich glaube, oder? Was gibt's neu? Hey, Ryder. Wie geht's Sarah? Viel besser. Hier könnte es bald zwei Ryder geben. Stell dir das mal vor. Die Hyperion bildet Wissenschaftsteams. Wir müssen studieren, was wir haben. Ich habe bei der Organisation geholfen. Das ist ihr Job. Meridian merkt gar nicht, wie ihm geschieht. Und wir sollten nachdenken, wie es weitergeht. Es ist eine neue Wiege der Menschheit. Das ist eine große Sache. Größer, als ich gedacht hatte.
Vielleicht waren diese Teams eine kluge Idee. Kleine Schritte, um alles zu begreifen. Bis wir auf dem Berggipfel stehen. Und den nächsten Horizont erblicken. Falls wir bisher nicht unwichtig waren, jetzt sind wir es mit Sicherheit. So viel Macht in unseren Händen. Ob das funktionieren wird? Manchmal muss man einfach den Sprung wagen und sehen, wohin er einen führt. Ja, vermutlich. Was auch geschieht, sie haben allen ein großes Geschenk gemacht. Gute Arbeit, Pathfinder. Ja, ja, wir waren die Besten, der Besten, der Besten, der Besten. Es ist überwältigend. Ich hoffe, es ist echt noch ein bisschen mitgenommen. Da könnte ich nur... Hey, Ryder, hinarbeiten. Ja, ja, hatte ich schon. Okay, wir können nochmal abreiten, okay. Sie wollen schon gehen? Ich denke ständig daran, was ich noch tun könnte, was da draußen noch alles wartet. Das geht mir genauso. Es ist eine seltsame Getriebenheit, die ganze Galaxien verändert. Diese Rolle ist neu für mich und bei der Ausbildung wurde uns nicht beigebracht, wie wir unsere Kollegen würdigen können. Es gibt dafür kein Protokoll. Ihr Vater hat diese Position ins Leben gerufen, doch Sie haben sie definiert. Das hier ist großartig, aber es ist seltsam, auf einem Schiff zu sein, das sich nicht bewegt. Wir sind Entdecker und da draußen gibt es noch mehr zu erleben. Suchen wir danach. Wir wurden überrumpelt. Der Archon beherrscht sein Spiel. Also ändern wir die Regeln. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Ich brauche keine Armee. Ich habe einen Kroganer. Ganz recht. Das wird spaßig. Genau das hier wollten wir.